Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie ihr einen Challenge Timer in Minecraft erstellen könnt. Dieser funktioniert auch sehr einfach, hier einfach den Hebel umlegen und ihr seht, dass jetzt die Sekunden vergehen. Ich würde sagen, fangen wir einfach mal an. Als erstes gibt es zwei Commands, die ihr eingeben müsst, um euch einfach nur vorzubereiten. Und zwar slash gamerule command block output false. Dadurch sorgt ihr eigentlich nur dafür, dass euer Chat nicht voll gespammt wird. Und slash give app command block. Dadurch bekommt ihr einen command block. Danach gibt es noch drei weitere Commands, die eigentlich fast exakt gleich sind. Nur, dass jeweils hier Sekunden, danach Minuten und Stunden hinzugefügt wird. Und zwar müssen wir einfach nur slash scoreboard Objectives, Add und dann halt Sekunden, Minuten, Stunden und am Ende Dummy. Das dient eigentlich nur zur Vorbereitung für die nächsten Commands. Als nächstes haben wir hier drei Command-Blöcke. Und zwar funktionieren die eigentlich alle genau gleich. Und zwar sind alle auf Wiederholen und immer aktiv. Und so sieht der Command aus. Und zwar Scoreboard Players Add at A Sekunden 0. Das gleiche macht ihr dann sowohl für Minuten als auch für Stunden. Kommen wir dann jetzt zu einem der etwas schwierigen Commands und der sieht wie folgt aus. So, bei diesem Command, nicht erschrecken, der ist ein bisschen länger. Und wenn wir hier kurz mal reingehen, seht ihr, dass das verdammt viel ist. Also ich lasse jetzt hier einfach kurz mal für euch den Text so stehen. Dann könnt ihr das so eintippen. Wichtig hierbei ist eigentlich nur, dass jetzt bei manchen Stellen, wie jetzt zum Beispiel hier, dann ist da halt diese Gänsefüßchen, dann halt einfach Sternchen und wieder Gänsefüßchen. Das halt einfach nur aus dem Grund, weil das sonst nicht funktioniert. Deswegen müsst ihr da unbedingt dazwischen diese Sternchen packen. Ansonsten sieht man hier eigentlich alles ganz genau. Man kann jetzt hier zum Beispiel auch noch eine Zahl eingeben. Ihr könnt jetzt hier auch meinetwegen eine 4 hinpacken, dann ist das dort jetzt eine andere Farbe. Da könnt ihr halt so rum experimentieren, wie ihr das haben wollt. Und im Grunde genommen wird hier eigentlich nur eins gemacht, und zwar eigentlich dieser Title Raw at R Action Bar. Und zwar ist es halt eigentlich nur, wenn ich das jetzt anmache, dass halt unter, ist jetzt dort über am Inventar, dieser Text steht, das ist halt diese Action Bar und ansonsten ist ja eigentlich nur noch einmal Text und auch ein paar Scores, weil wir müssen halt jetzt die Zahlen müssen wir halt synchronisieren mit den Scoreboards. Deswegen schreibt euch das dann einfach ab und ja, kommen wir dann einfach mal zu den nächsten Commands. Kommen wir zu den nächsten Commands. Und zwar hier haben wir jetzt einen einfachen Command und zwar wiederholen bedingungslos benötigt Redstone und hier Tickverzögerung 20, weil 20 Minecraft Ticks eine Sekunde ist. Und das hier ist der Command und zwar Scoreboard Players at A Sekunden 1. Und die nächsten Commands funktionieren sehr ähnlich. Also jetzt diese Commands sind eigentlich fast identisch. Und zwar haben wir hier wiederholen, immer aktiv, ansonsten Tickverzögerung 0. Und hier machen wir ein slash execute Command, und zwar slash execute as at a, eckige Klammer, scores gleich, dann die geschwungene Klammer, Sekunden gleich 60 Punkt Punkt, dann die geschwungene Klammer, eckige Klammer, run scoreboard, Players at S Minuten 1. Das gleiche gilt dann hier übrigens auch für Stunden, nur halt, dass da jetzt Minuten gleich 60 Punkt Punkt und dass halt Stunden 1 hinzugefügt wird. Also die sind eigentlich rein, also identisch, nur halt, dass dort die Scoreboards ein bisschen anders sind. Und hier haben wir dann einen verketteten, immer aktiven und bedingungslosen Command Block. Und das ist der Command slash execute as at a, dann eckige Klammer, scores gleich, geschwungene Klammer, Sekunden gleich
60, Punkt, Punkt, geschwungene Klammer, eckige Klammer, run scoreboard players remove at s Sekunden 60. Das gleiche ist dann hier bloß für Minuten und dass halt die Minuten weggenommen werden. Und das war's eigentlich schon. Und zwar kann ich jetzt hier gleich nur kurz mal demonstrieren, wie es denn aussehen würde, wenn halt die Zeit sich ändert. So, wir sind jetzt hier bei 54 Sekunden. Und zwar lasse ich das jetzt erstmal laufen. Und ihr seht, sobald das 60 Sekunden sind, haben wir eine Minute hinzugefügt und Sekunden waren wieder 0. Und das sind eigentlich schon alle Commands, die ihr braucht. Ich hoffe, dieses kleine Tutorial hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Falls ihr noch irgendein Video schauen wollt, könnt ihr gerne jetzt hier auf dem Bildschirm klicken und könnt dort ein anderes Video euch anschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.